In der VBL Club Championship trifft Arminia Bielefeld auf den VfB Stuttgart. Für die Schwaben tritt Lukas an, während die Ostwestfalen durch Ignite vertreten sind. Gleich in der 5. Minute dreht der Stuttgarter auf. Er passt sich den Ball direkt in den Lauf in den 16er. Jetzt dribbelt er 3 Spieler aus und passt ihn dann auf den freien Mann. Tor. Unhaltbar ins Eck. Ein starker Start ins Duell auf der PS4. Und er macht gleich weiter. Wieder kommt er über außen. Zieht sich Verteidiger auf sich, um sie dann eiskalt stehen zu lassen. 2:0 für den Stuttgarter. In Halbzeit 2 wacht der Bielefelder auf und setzt zum Schuss an. Stark verteidigt von Lukas. Der will selbst im Angriff den Sack zumachen. Diesmal über links. Mit 2 gezielten Pässen landet der Ball vom Tor und muss nur noch reingeschoben werden. Ignite gibt aber nicht auf und lupft sich den Ball in die Mitte. Pfosten. Aber der Nachschuss sitzt. Immerhin zum Ehrentreffer hat es für den Bielefelder gereicht. Auf der Xbox trifft nun Krapsi auf Malut für die Stuttgarter. Und der spielt sich den Ball über Gomez auf den freistehenden Spieler. Der Ball landet direkt im Winkel und der Stuttgarter führt mit 1:0. Danach die Partie ruhiger bis zur 63. Minute. Ein lockerer Rückpass sorgt aber für Probleme. Aber der Torwart kann gerade sonst ausregeln. Wieder der Ostwestfale. Er lässt nicht locker und versucht es mit dem Dribbling über außen. Aber der Ball landet im Aus. In der 81. Minute nutzt der Schwabe hingegen einen guten Konter und läuft frei aufs Tor. Und der freie Mann kann einfach noch die Pille ins Tor schieben. 2:0 der Endstand für Malut. Es folgt das 2:2 auf der PS4 mit Krapsi und Ruth gegen Lukas und Burak Mai für Stuttgart. Wieder sind es die Jungs in Rot mit einem ersten nennhaften Angriff nach einem starken Pass. Danach dann aber die Bielefelder in der Vorwärtsbewegung. Fehlabstimmung in der Abwehr, Flanke, aber der Torwart regelt. In der 43. Minute versucht es Burak mit einem Dribbling im 16er alleine. Die zweite Halbzeit bleibt ruhig. Erst in der 82. Minute können sich die Stuttgarter lösen. Lukas steht komplett frei und holt die 1:0-Führung für Stuttgart. Grund zur Freude für die Stuttgarter. Bielefeld schafft kein einziges Tor mehr und das Team aus dem Süden kann sich über 9 verdiente Punkte freuen. Damit schaffen sie es auf den 8. Platz. Bielefeld rutscht dadurch auf den letzten Platz. Weitere Infos findet ihr auf esports.com oder der offiziellen Homepage der Virtual Bundesliga.